Heute zeige ich euch meinen Trade in der Zalando-Aktie, den ich vor einigen Tagen schon gestartet habe. Wenn du wissen willst, wie erfolgreiches Trading funktioniert, wenn du dir die Frage stellst, kann der überhaupt erfolgreich traden, dann bist du hier genau richtig auf diesem Kanal. Denn ich habe mir das Commitment gesetzt, alle meine Trades offen zu legen. Oben links seht ihr meine Monatsergebnisse und meine Performance-Kurve zu meiner Trading-Strategie, zu meinem Trading. Mir ist wichtig, hundertprozentige Transparenz zu zeigen. Deswegen könnt ihr unten in der Videobeschreibung meinen Link zu meinem Trading-Portfolio einsehen und dort ist 1:1 transparent, alles geträgt, man kann nichts beschönigen. Es ist schwarz auf weiß das Ergebnis, was hier erzielt wird. Und das ist meiner Meinung nach hier auf YouTube einzigartig. Man kann mir gerne einen Kanal zeigen, der so transparent jede Woche seine Ergebnisse hier mitteilt. Ich selbst habe natürlich auch echtes Geld, mein eigenes Geld hier in meine Strategie investiert. Über den Link, den ihr in der Videobeschreibung findet, habe ich dort investiert, über die Plattform Wikifolio. Dort können Menschen wie du und ich, jeder kann dort investieren. Und dort habe ich eben auch meine Strategie getrackt. So, dann gehen wir direkt los hier in diesem Markt. Was ist jetzt die Idee hier hinter diesem Trade? Und zwar, wenn wir jetzt den Markt hier mal uns hier vor uns ansehen, dann haben wir hier, sehen wir hier, dass wir hier so eine Art Seitwärtsphase bekommen haben. Wenn wir hier ein bisschen kleiner den Markt nehmen, sehen wir auch, dass wir hier einen schönen Aufwärtstrend hier unten raus gebildet haben. Und die gleitenden Durchschnitte sind hier noch steigend. Und jetzt bilden wir hier eine Seitwärtsphase. Wenn wir hier mal schauen, hatten wir hier unten auch schon eine Art Seitwärtsphase. Und dann hier einen starken Impuls und jetzt kommt dasselbe. Jetzt diese Strategie zielt darauf, dass wir sogenannt drei Unterstützungspunkte in diesem Markt sehen. Und das bedeutet einfach drei Punkte ungefähr auf einer Linie. Ich suche relevante Punkte im Markt. Also hier ist der erste Punkt, an dem der Markt hier an die EMAs gestoßen ist, danach wieder reagiert hat. Dann kam der Markt hier runter, hat hier einen zweiten Punkt gebildet, auch sehr nah eben bei diesem ersten Punkt, hat dann wieder reagiert. Und somit hat er hier schon so eine Art Unterstützung gebildet. Jetzt kommt der Markt hier wieder zurück, ist in einer Korrektur, ist also günstig, bildet hier den dritten Punkt, Auflagepunkt und somit haben wir hier eine schöne Unterstützung gebildet. Wir sehen auch, dass der Markt hier reingegangen ist. Gehen wir hier mal ein bisschen noch näher ran. Man sieht hier diese Unterstützungszone. Also wir sehen, der Markt ist hier reingelaufen und hat hier auch tatsächlich schon Reaktion gezeigt. Das ist schon mal ein erstes gutes Zeichen. Der Markt respektiert hier diese Unterstützung, möchte hier Stärke zeigen, kommt hier mit Dynamik wieder nach oben. Und mein Einstieg war aber auch schon hier am 4. Oktober, bin ich reingekommen hier in diesen Trade. Und das rote Kästchen ist mein Stop-Loss. Und das grüne Kästchen ist mein Gewinn. Hier in dieser Strategie möchte ich das Sechsfache an Gewinn mitnehmen. Das ist durchschnittlich hier in der Auswertung das erfolgreichste Ziel, das ich hier ausgewertet habe. Und das Management jetzt hier in diesem Trade läuft jetzt so, dass wir hier nichts absichern, sondern es ist eine Fill-or-Kill-Strategie, wie die meisten meiner Strategien. Und zwar entweder er holt mich unten im Stop-Loss raus oder eben oben im Gewinn. Ja, die zwei Möglichkeiten gibt's. Also das wird jetzt sicher ein paar Wochen gehen, wenn der in den Gewinn läuft. In Stop-Loss kann er auch ein bisschen schneller laufen, da wir jetzt noch nicht so weit weg sind. Aber dieser Zeithorizont ist hier nicht allzu kurzfristig. Und ja, das war im Endeffekt dann auch schon diese Idee zum Trade. Also nochmal kurz zusammengefasst, die grobe Idee ist, wir haben hier einen Aufwärtstrend. Wir bekommen eine Art Seitwärtsphase. Und jetzt ist es eben oft so, dass der Trade sich dann weiter fortsetzt, gerade dann, wenn so eine Korrektur mal länger vonstatten läuft. Und wir wissen ja, dass die Märkte oft länger im Trend laufen, als man denkt. Ich kann auch gerne, wenn ihr das möchtet, kommentiert mal den Videos. Ich kann auch gerne mal ein paar Trades, vergangene Trades, die ich hier ausgewertet habe, euch mal hier mal vorstellen und euch zeigen. Dann bitte einfach unten im Video kommentieren, wenn ihr das möchtet. Dann zeige ich hier einfach mal 5 bis 10 Trades, wo ihr genau diese Beispiele dann von mir gezeigt bekommt. Eben nicht nur eins wie jetzt hier live, sondern diese 10 Beispiele sind natürlich dann aus der Vergangenheit. Und nochmal darauf zurückzukommen, eben wir haben jetzt hier seit November, das ist jetzt ein Jahr, fast hier eine Seitwärtsphase.
Und daraus entsteht gerne dann ein nächster Schuss nach oben. Und das kann nämlich dann auch wie hier recht schnell gehen. Und der Trade läuft ins Ziel. Ja, das ist die Idee hinter diesem Trade. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann werde ich immer wieder mal Trades auch aus dieser Idee hier zeigen, aus dieser Strategie hier zeigen und euch vorstellen. Und wie gesagt, zu 100% Transparenz ist hier, zeige ich hier meine Performance. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Trading-Portfolio, in das ich auch selbst investiert bin. Und dort könnt ihr dann einfach meine Performance, mein Trading weiter verfolgen. Dann zeige ich bis zum nächsten Video.